Schlitzlist willkommen zum dritten Tag meiner Peak Week. Wie ihr seht, bin ich nach nur 2 Stunden Schlaf in meinem schlitzigen Minizimmer aufgewacht, das eher an einem Grab erinnert. Eine plötzliche Kälte hat mich geweckt und es war unmöglich, wieder einzuschlafen, was für mich wirklich ungewöhnlich ist. Aber einen Vorteil konnte ich daraus ziehen, und zwar konnte ich nach dem Aufwachen ohne meinen morgendlichen Kaffee einen Obama ins Weiße Haus setzen und mich direkt auf die Waage stellen. Das Ergebnis: schlitzige 78 Kilo. Den üblichen Formcheck gibt's heute erst nach der Push-Session im Fitnessstudio. Nun setzen wir die gewohnte Morgenroutine fort mit meinem täglichen Espresso aus der Mokka-Kanne und die allseits bekannten Nahrungsergänzungsmittel von Prozis. Aber diesmal gibt es eine kleine Ergänzung: ich mische mir den Peak Shot Pre-Workout von Prozis zusammen mit 7 Gramm Kreatin, 5 Gramm Citrullin für den Pump und 3 Gramm Beta-Alanin. Die ganzen Satz spüle ich dann mit 100 ml Wasser runter. Dann ist der Kaffee auch schon trinkbereit und runter damit. Für die anstehende Gym-Session habe ich mir 50 Gramm Whey Prime und einen Peak Shot Intra-Drink mit jeweils 800 ml Wasser gemixt und mitgenommen. Für etwas zusätzliche Power wurden noch 150 Gramm gewaschene Ananas runtergewürgt. Anschließend wurde noch die schlitzige Bauchtasche umgehängt und es ging schon ab ins Gym. Ja, ein schöner sonniger Tag hier in Krems. Perfekt ins Gym zu fahren. Und ja, hier zeigte das Koffein vom Pre-Workout seine Wirkung. So, hier angekommen in Grafenwörth, nun geht's ab ins Springbrunner Gym. Ich fange als erstes gleich mit einer positiven Brustübung an. Die Aufwärmbewegungen fand ich eher als langweilig und daher habe ich sie nicht reingeschnitten. Der Wettkampfdiät fühlt sich jede Wiederholung irgendwie zittrig und anstrengend an, von der ersten bis zur letzten. So, letzte Wiederholung. Hier ist der Dude mit dem Fischerhut, der sich halbert ankackt. Und ja, hier wollte ich die Negative ganz langsam mitnehmen. Und am untersten Punkt wollte ich das Ganze isometrisch halten, aber anscheinend habe ich mit meiner schlitzigen Körpersprache falsche Signale ausgesendet und mein Kollege Nick kam mir dann zur Hilfe und wollte mich spotten, weil eigentlich war ich schon total fertig. Aber es ging ihm immerhin noch ein paar Negative und sein breiter Latt und sein knackiger Po haben meine ganze schlitzige Wenigkeit verdeckt. Aber das war ein sehr, sehr schlitziger Satz. Ja, anschließend habe ich mich dann noch etwas ausgepowert, ein paar Mayo-Dropsets gemacht und ja. Anschließend ging es dann ab zur Butterfly. Normalerweise mache ich diese Übung nicht als zweites, aber ich hatte einfach Bock drauf und wenn ich Bock drauf habe, mache ich sie auch. Es geht nicht immer alles hundertprozentig nach Plan, so ist das auch ganz schlitzig. Auch hier wurde dann letztendlich geballert, bis es gebrannt hat. Bis der Bizeps gebrannt hat. Nein, in dem Fall ist es der Major Pectoralis. Dann ging es auf die Nautilus Chest Press. Hier haben wir full gestackt, Vollgas gegeben. Ja, da ging aber nicht mehr viel, irgendwie war ich dann erschöpft. Dann folgten natürlich wieder Major Dropsets. Dann war das Workout auch schon wieder zu Ende und es gab ein paar Liegestütze, denn ich musste mich etwas beeilen, da ich meine Tochter von der Volksschule abholen muss. Dann wurde das Top auch schon ausgezogen, jetzt stehe ich da wie so ein richtiger Moron mit dem Fischerhut und dann ging es schon ab ins Posing. Da, die gleitende Hand, ganz gechillt und ja, das Seitenpose schaut eigentlich ganz okay aus, finde ich. Also die Priorität wurde bewahrt, trotz weniger Carbs und die Kalorien sind ja auch nicht erwähnenswert. Ja, die Rückenpose ist halt meine Schwäche, das weiß man. Double Biceps richtig schwach. Aber bei den seitlichen Posen kann ich wahrscheinlich punkten. Da habe ich den Vorschlag umgedreht und hier die Double Biceps Pose. Ja, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden, aber ja, es kann immer besser sein. Dann habe ich es noch mit etwas Verspätung geschafft, meine Tochter von der Volksschule abzuholen und dann gab es auch schon ein schlitziges Omelette und nicht für mich, sondern für meine Tochter. Bitteschön. Mahlzeit. Währenddessen habe ich mir dann noch einen Mokka gemacht, hatte Bock auf etwas Koffein und dann wurde das auch gleich runtergekippt. Ein bisschen heiß, aber ja. Anschließend habe ich mich zur Garderobe bewegt und habe mir 2 Paar Socken angezogen, um schlussendlich ein paar Steps zu machen. Hallo! Durch die ganzen Steps habe ich so eine dichte Hornhaut bekommen, dass sogar der Nerv bei meinem großen Zeh abgetrennt wurde und ich teilweise Taubheitsgefühle habe. Das nervt. Und ja, es wird weiterhin am Smartphone gearbeitet und heute wird so richtig mit den Steps Gas gegeben. Zwischendurch gab es ein paar Cashewnüsse, ein bisschen Mozzarella, ein paar Gewürze drauf, einen Kaffee. Und dann wurde das Ganze natürlich verzehrt. Das
Problem immer wieder, nicht aufhören zu können. Da gab es ein paar extra Cashewnüsse, natürlich musste ich dann später büßen. Aber komm doch, gesunde Fette sind doch gut. Dann ging es auch schon weiter an die Steps. Und ja, es wurde weiterhin Gas gegeben, bis es wieder mal finster wurde. Wie unschwer zu erkennen, habe ich im Hintergrund etwas Bud Spencer und Terence Hill laufen. Und ja, so schaut das aus, wenn man 6 Stunden am Walken ist. Eigentlich schaue ich ganz fresh aus. Also für die Verhältnisse. Fresh bin ich nie, ich bin höchstens schlitzig, aber unzählige Steps später wurden dann die Reste des schlitzigen Omelettes meiner Tochter Ariana gefuttert. Da ich ja vorhin ein paar Cashewnüsse zu viel hatte, musste ich etwas büßen. Dafür gibt es heute kein schlitziges Omelett. Um mich ein bisschen vom Hunger abzulenken, habe ich mir einen Brennnesseltee für später gemacht, damit das ganze Wasser bis morgen etwas rauskommt. Dann ging es ab auf die Toilette mit einem kurzen Stopp beim Spiegel und da habe ich mir die Form angesehen und die war irgendwie ganz okay und ganz vertreten für diese Uhrzeit. Daraus wurde dann eine längere Session. Meine Frau dachte sich, was tut der Idiot im Bad? Ja, posen natürlich. Na, das ist, da werden so manch Frauen etwas neidisch, denke ich, oder? Never skip chest day, ladies. Es kommt davor, wenn man immer nur den Arsch trainiert. Und ein bisschen der Trizeps aussehen. Ein bisschen die seitlichen Bauchmuskeln und der Serratus. Naja, geht so. Da versuche ich den Christmas Tree zu provozieren. Ich wusste bislang nicht, wie das geht. Jetzt stehe ich in der Badewanne drin. Ein posierender Schlitz in der Badewanne. Wahnsinn, wie attraktiv. Wenigstens hat die Badewanne jetzt eine Funktion für mich, weil normalerweise gehe ich nur duschen. So ist es. Seitenpose. Und jetzt provoziere ich nochmals die Christmas Tree. Hier habe ich es kurz geschafft, aber dann wieder nicht. Double Biceps mit folgender Let's Spread. Ja, da merkt man einfach Rücken. Schwäche der Schwächen. Ja, lass es doch einfach. Lass es einfach bleiben. Ich da stehe, so blöd. Hier nochmal die Christmas Tree. So, okay, lass es einfach. Nach dem langen Gepose im Badezimmer ist nun auch der Brennnesseltee kalt. Hier werden natürlich die letzten Milliliter rausgepresst und das Ganze wird anschließend runtergekippt. Und dann ging es eigentlich auch schon wieder zu Bett. Und damit beenden wir Tag Nummer 3 der Peak Week und wir sehen uns am Tag Nummer 4. Vorausgesetzt, ihr gebt mir ein Abo. Good night, ladies and gentlemen.